So, meine Damen und Herren, heute könnte die Meistertitelentscheidung schon fallen. Ja, wir haben 23 Punkte Vorsprung bei Lutentown. Da bräuchten wir nur mehr 2 Punkte, also ein Sieg wird reichen und Lutentown ist schon mal weg. 25 Punkte sind ja schon von Mansfield, die sind auch schon weg. Colchester United ist nur mehr der Kandidat, der uns stoppen könnte. Was aber eigentlich in der gar nicht möglich wäre, weil wenn wir jetzt wirklich jedes Spiel verlieren, dann, ja, dann machen wir wirklich was richtig falsch und das wäre dann ziemlich fatal. Ja, wir spielen gegen den, boah, keine Ahnung wie vielten, also wir spielen wirklich gegen Unterhaus, aber sie auch, sie spielen gegen Yeovil Town und Yeovil Town ist nur eine Position besser als gegen die wir jetzt spielen. Klar ist, sie müssen verlieren oder ein Unentschieden spielen und wir müssen gewinnen. Wenn wir Unentschieden spielen, reicht das noch nicht. Dann sind wir mal Punkte gleich, wenn sie verlieren natürlich. Drum sind wir gespannt, wie es ausgehen wird und konzentrieren wir uns auf unser Spiel. Und das ist hier gleich mal ein guter Beginn vielleicht mit der ersten Aufbau und da schon Sweeney mit dem ersten Fehlpass. Allison. Oliver. Fleming. McAlenden. Prosenek. Oh, kommt doch nicht gegen Canyon vorbei. Jose. Erster Schussversuch. Wildig. 6 Minuten gespielt. Morgen KMB spielt da mal besser. Was Ballbesitz und so angeht. Brandt. Fehler. Brandt. Sehr schöne Flanke von McAlenden. Ah, Taylor. Gut dran geblieben, aber. Sweeney. Ah. Ja, James, der uns verlassen wird. Im Sommer. Taylor, der trifft einfach nicht mehr. Bei McAlenden auch mit viel Pech jetzt. Aber Taylor, das ist der vierte Sololauf, glaube ich, aufs Tor jetzt in Folge von ihm, er trifft ihn nicht. Also, richtig gefährliche Chance von Taylor, die er schon mal nicht macht. Bosanek und Roche. Minute. Turner. McAlenden. Ja, Colchester, die spielen auch noch mal gegen uns. Das ist das letzte Ligaspiel, also wenn wir jetzt wirklich alles verlieren, ist die Spannung dann im letzten Spiel. Aber da geht es nur mehr um den Meistertitel. Wir sind fix Aufsteiger, das ist schon mal geil. Wir sind in der dritten Liga. Darüber können wir uns eigentlich schon freuen.
Der Meister, den kann uns auch eigentlich fast keiner mehr nehmen. Da ist Brandt jetzt wieder mal gut auf. Auf Posenik. Boah, und den hebt er schön raus. Das ist zu viel des Guten. Wer kann hinten, wer kann jetzt nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Beciano 1:0. Sehr genial gemacht und jetzt freut man sich natürlich, die Fans, ja, sind hier natürlich aus, nicht so laut, aber man hört sie, es jubelt wer. Danny Beciano, es ist ein dritter Ligatreffer und er kommt immer mehr in dieses Spiel rein als Stammspieler. So, Brandt. Einfach mal weg hier mit der Wuchtel. Ah, da muss Bosanek hin. Da muss Bosanek hin. Null zu eins halt statt. Yeovil Colchester United 0:0. Ja, Leute, 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 Leute. Ein 0:0 wird reichen für uns. Generell dann alles aus seinem Sieg. Na, das war schlecht, Sweeney. Story. Taylor, bitte Konzentration jetzt einmal. Boom, boom, 0:2. Taylors letzte Aktion war halt eine gute Aktion, das muss man sagen. Aber 0:2 ist 0:2 und jetzt fahren wir hier Richtung sichere 3 Punkte.
Man, an zwei Tore kann man noch schnell, wir müssen weiter gut und konstant spielen. Abwehrleistung und weiter nach vorn drücken. Genau so. Kenyan. James will auch gehen, Ramirez kommt. Turner liegt da, verletzt. Oh, Campbell. Schön gemacht. Ja, Thompson kommt da nicht mehr ran. Das, also er kommt schon ran, aber nicht mehr so gut. Aber sehr eine schöne gespielte Aktion. So, Schäfer. Hätte ich jetzt auch nicht das Foul wirklich erkannt, aber Schäfer. Michael hinten geht, Kakeda kommt. Abseits. 8 Minuten noch. Uiuiui, Thompson. Ach Gott. Einfach jetzt nur noch vor. Bechano wird da nicht vor Kenyan drankommen. Oh. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Das war's. 0-2 Exeter City und natürlich Grund hier zu feiern, nicht nur, dass es hier ein Sieg ist. Man weiß, man fehlt jetzt. Es fehlt jetzt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Ich wollte nur zeigen, wie die Stimmung jetzt so im Team ist beim Feiern, ja, weil Colchester verliert gegen Yeovil Town. Wir sind Meister! Wir sind Meister! Acht Punkte noch zu spielen, 25 Punkte Vorsprung, das kann uns keiner mehr nehmen. Exeter City ist Meister in der 4. englischen Liga. Bitches! Meistertitel in der ersten Saison, natürlich geil, geil, geil. Wer kommt jetzt noch? Wer kommt jetzt noch? Swindon Town ist der nächste. Dann haben wir Pokal, dann noch Cheltenham Town, oder? Cambridge, Accrington, Crawley, Lincoln,
Steven Age. Und dann kommt noch Colchester und dann war es die Saison, ist um, wir sind Meister, wir sind nächstes Jahr in der dritten Liga, das ist sowieso schon fixiert gewesen. Wahnsinn. Aber bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.